Hallo liebe YLs, SWLs und OMs, herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0LQTC. Heute geht es um die eingebaute GPS-Funktion und wie sie zusammenhängt mit der Repeaterliste, mit der GPS-DSTAR-Repeaterliste im Kenwood THD-74. Das Kenwood-Gerät hat ja GPS eingebaut, kein allzu guter Empfänger, glaube ich, aber er funktioniert, vor allem im Freifeld funktioniert er sehr gut und auch sehr schnell. Und die Repeaterlisten, so wie wir sie hier haben, sind nach Ländern sortiert, wenn man verschiedene Länder hat, oder nach Regionen, hier in Deutschland die einzelnen Bundesländer, was aber auch funktioniert. Man kann sich das nicht nur anzeigen lassen nach den Regionen oder nach den Ländern, sondern auch nach der Nachbarschaft. Und dann sucht das THD-74 einfach den Repeater, der in der Nähe ist. Dafür ist natürlich das GPS-Signal notwendig. Die abgespeichert sind die Koordinaten für jeden einzelnen Repeater im Idealfall. Und der GPS-Empfang sagt, wo das Gerät sich selbst befindet. Und über diese Nearby-Repeater-Suche kann ich beispielsweise auswählen, ich möchte einen Münchner Repeater haben. Ich kann hier oben am Rädchen weiterdrehen, bekomme dann Germering, der ist hier nicht mehr zu empfangen. Und auch immer den Kompass eingeblendet. Das wackelt hier etwas, weil im Studio der GPS-Empfang etwas schwach und unzuverlässig ist. Aber es zeigt dann auch ein bisschen die Richtung an, in der sich der Repeater befindet. Also der Germering-Repeater. Von hier aus gesehen im Westen der Münchner Repeater. Wo ist er? München. Hier. Der befindet sich von hier aus gesehen direkt im Norden in der Entfernung von knapp 6 Kilometer. Ich kann den Repeater auftasten und er antwortet mir und auf die Art und Weise immer einen Repeater finden, der sich bei mir in der Nähe befindet. Das war's für heute. Ich wünsche euch 73 spannende QSOs und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.